In diesem Video möchte ich das Telekom SpeedPort Smart 3 vorstellen. Das SpeedPort Smart 3 ist ein leistungsstarker WLAN-Router mit Mesh-Funktion, Telefonanlage und DSL-Modem, VDSL-Modem in nur einem Gerät. Es ist Mitte 2018 erschienen und Nachfolger vom SpeedPort Smart und Smart 2 und dementsprechend auch Smart Home fähig. Das SpeedPort Smart 3 wird parallel angeboten zum SpeedPort Pro, dem Premium-WLAN-Router der Telekom. Der ist etwas leistungsfähiger von der WLAN-Versorgung, unterstützt Magenta zu Hause Hybrid dank LTE-SIM-Karten-Slot und hat allerdings keine Smart-Home-Fähigkeit, aber die genauen Unterschiede, die zeige ich in einem separaten Video. Das Telekom SpeedPort Smart 3 ist in vielen Punkten ähnlich zur AVM Fritzbox 7590, also die WLAN-Geschwindigkeit ist über 2 Gigabit pro Sekunde, beide haben Gigabit-Netzwerk-Ports, sind eine Telefonanlage. Die Fritzbox hingegen hat noch einen ISDN-Port, wenn noch ISDN-Endgeräte vorhanden sind. Die erhalten Sie übrigens auch bei uns günstig mit Neuvertrag. Da gibt es auch eigene Videos hier bei uns im Kanal. Das Gerät kann am Telekom DSL und VDSL-Anschluss betrieben werden. Es unterstützt auch VDSL Vectoring bis 100 Mbit und VDSL Super Vectoring mit bis zu 250 Mbit pro Sekunde. Zusätzlich ist auch ein Netzwerkport für ein Glasfasermodem vorhanden, also auch Gigabit-Geschwindigkeiten, also 1000 Mbit pro Sekunde, sind mit dem SpeedPort Smart 3 möglich, wenn entsprechend ein Glasfasermodem vorgeschaltet wird. Der integrierte WLAN-Router schafft Geschwindigkeiten von über 2000 Mbit pro Sekunde. Zusätzlich sind auch verschiedene Gigabit-LAN-Netzwerkports vorhanden. Es ist eine DECT-Basisstation enthalten, um schnurlose Telefone anzumelden, und auch analoge Telefone können am SpeedPort 3 angeschlossen werden. Dem Lieferumfang liegt alles bei, was für die Inbetriebnahme notwendig ist. Ich habe das Endgerät selbst, dann eine Wandhalterung, das heißt, wenn Sie es nicht auf dem Sideboard stellen wollen, sondern an der Wand montieren, wird das einfach hier drauf geschoben und dann kann es an die Wand geschraubt werden. Dann natürlich mit dabei die Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, das externe Netzteil für die Stromversorgung mit etwa 1,5 Meter Kabellänge. Dann das DSL-Anschlusskabel für den splitterlosen Betrieb, das heißt also, das wird mit der Telefondose verbunden, ist 4,25 Meter lang. Für den Fall, dass Sie einen Glasfaseranschluss nutzen, liegt ein 1,5 Meter langes Netzwerkkabel bei zum Anschluss des Glasfasermodems. Und dann gibt es hier noch das 1,5 Meter lange Netzwerkkabel zum Anschluss eines PCs oder sonstigen Netzwerkgerätes. Das SpeedPort Smart 3 unterstützt WLAN im 2,4 GHz und 5 GHz Bereich. Bei beiden Frequenzbändern ist die 4x4 Antennentechnologie, also MIMO, integriert. Auch Multi-User MIMO wird unterstützt, das heißt also hohe Übertragungsgeschwindigkeiten kabellos. Im 5 GHz Bereich werden bis zu 1733 Mbit pro Sekunde erreicht und im 2,4 GHz Bereich sind es 600 Mbit pro Sekunde. Der Router ist auch Mesh-fähig, das heißt in dem Fall können bis zu 5 dieser Speedhome WiFi Adapter verbunden werden, wahlweise per Netzwerkkabel oder auch per WLAN-Kabel los. Das Gerät sucht sich auch dann automatisch die beste Verbindung. Also es kann sein, dass die WLAN-Repeater untereinander sich vernetzen oder auch alle WLAN-Repeater sich direkt mit dem SpeedPort Smart verbinden. Letztlich für Sie als Kunde heißt das eine optimale WLAN-Abdeckung im Haus mit nahtlosem Übergang. Wenn Sie also mit dem Smartphone von einem Raum ins andere Stockwerk laufen, sich das Gerät vom Router auf den Repeater umbucht, dann merken Sie von diesem Vorgang letztlich nichts. Es wird immer aktuell geschaut, welcher Access Point, also welches Gerät Ihnen die beste WLAN-Verbindung liefern kann, und Ihr Endgerät bucht sich entsprechend um und Sie merken von diesem Vorgang nichts, können nahtlos surfen. Zu diesen Wi-Fi-Adaptern haben wir auch eigene Videos bei uns im YouTube-Kanal. Neben dem eigenen WLAN kann das SpeedPort Smart 3 auch ein Gäste-WLAN bereitstellen. Das heißt also, Sie können Ihren Gästen ein eigenes WLAN mit eigenem Kennwort geben. Und diese kommen dann nicht auf Ihre persönlichen Daten oder auf Ihre eigenen Netzwerkgeräte zugreifen. Außerdem wird WLAN2Go unterstützt. Das heißt also, Sie können Mitglied der WLAN2Go-Nutzergruppe der Telekom werden. Sie stellen einfach die nicht genutzte Bandbreite des Routers anderen Telekom-Kunden bereit, die sich in Ihrer Umgebung aufhalten, und können selber, wenn Sie zum Beispiel im Urlaub sind und sich dort ein WLAN2Go-Hotspot befindet, diesen dann ebenfalls kostenfrei nutzen. Neben Gigabit WLAN wird auch Gigabit LAN unterstützt. Ich habe hier an der Rückseite diese 4 gelben Gigabit Netzwerkports. Das heißt, hier ist ein integrierter Gigabit Switch enthalten. Auch die restlichen Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Endgerätes.
Ich habe hier außen die Powerbuchse für die Stromversorgung. Hier wird also das Netzteil angesteckt. Daneben auch ein Neustart-Button, wenn das Gerät einmal neu gestartet werden soll. Dann haben wir hier die blaue Buchse zur Verbindung mit dem Glasfasermodem, wenn Sie einen Glasfaseranschluss nutzen sollten. Oder daneben die graue Buchse für den DSL- oder VDSL-Anschluss der Telekom. Dazu wird das graue mitgelieferte Kabel angeschlossen. Und dann kommt hier dieser Stecker in die TAE-Dose, also in die Telefondose der Telekom. Ein DSL-Splitter wird nicht mehr benötigt. Es handelt sich um den splitterlosen Anschluss, der auch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht. Eine Telefonanlage ist ebenfalls integriert. Hier an der Rückseite können zwei analoge Endgeräte angeschlossen werden, zum Beispiel Telefon und Fax. Zusätzlich ist eine DECT-Basisstation enthalten. Hierbei können bis zu 5 schnurlose Telefone verbunden werden, zum Beispiel hier das Speedphone 10 oder 11 oder auch die anderen Modelle, die die Telekom hier anbietet. Nicht angeschlossen werden können ISDN-Endgeräte, weil hier kein ISDN-S0 vorhanden ist. Wenn Sie solche Geräte noch haben und weiterverwenden möchten, entscheiden Sie sich am besten für das Speedport Pro mit integriertem ISDN-S0 oder kaufen sich den Speedport ISDN-Adapter. An dem einen USB 2.0-Port an der Rückseite kann zum Beispiel ein Netzwerkdrucker angeschlossen werden oder auch ein Speichermedium, um gemeinsam im Netzwerk darauf zuzugreifen. Etwas leistungsfähiger ist der Speedport Pro, dort sind zwei USB 3.0-Anschlüsse vorhanden. An der Unterseite gibt es hier noch ein kleines Booklet, dort sind die Zugangsdaten für WLAN und für das Gerätepasswort enthalten. Auch darunter ist noch ein Aufkleber, wo die Daten auch nochmal draufstehen, also wenn Sie das Endgerät einrichten möchten, finden Sie hier die notwendigen Passwörter. An der Vorderseite befinden sich noch verschiedene Info-LED und Tasten. Ich habe hier einmal die Status Link Online Telefonie und Service LED. Dort wird also angezeigt, ob die Online-Verbindung steht, ob die Telefonie, also das VoIP, eingerichtet ist und funktioniert und verbunden ist. Oder auch wenn auch welche Fehler auftreten, dann sehe ich hier entsprechend farbige LEDs. Das ist auch in der Anleitung alles ausführlich beschrieben. Darunter ist die WLAN-Taste. Damit kann ich das WLAN bei Bedarf ein- und ausschalten. Ich habe hier die Anmelden- und WPS-Taste. Das heißt, wenn ich neue Schnurlos-Telefone verbinden möchte oder alternativ neue WLAN-Endgeräte, die WPS unterstützen, kann ich diese Taste drücken. Und hier gibt es noch Telefone suchen. Das heißt, wenn ich dort drauf drücke, klingeln quasi alle verbundenen DECT-Schnurlos-Telefone. Wenn ich also das Telefon verlegt habe, eine gute Möglichkeit, es wiederzufinden. Hier auf der Seite gibt es noch das NFC-Symbol. Das heißt, wenn ich ein unterstütztes Smartphone habe, was ebenfalls NFC integriert hat, dann kann ich auch das Telefon einfach hier vorhalten, um das WLAN einzurichten. Das Telekom Speedport Smart 3 ist auch für Magenta TV der Telekom geeignet. Ist auch so leistungsfähig, dass mehrere UHD- oder 4K-Streams unterstützt werden. Das heißt, hier Fernsehen mit dem Magenta TV Receiver ist mit dem Modem ebenfalls möglich. Den WLAN-Router gibt es wahlweise als Kaufgerät zum Einmalpreis oder auch als Endgeräte-Service-Paket, also zur Miete. Das heißt, da zahlen Sie eine monatliche Gebühr, dafür keinen Einmalpreis, haben dauerhaften Support und auch dauerhafte Garantie. Also auch wenn der WLAN-Router zum Beispiel nach 3 oder 4 Jahren kaputt geht, dann können Sie ihn einfach kostenlos umtauschen und erhalten auch dauerhaften Support. Sie interessieren sich für einen schnellen Anschluss der Telekom oder für Fernsehen der Telekom, Magenta TV, dann schauen Sie einfach mal auf unsere Internetseite. Dort finden Sie aktuelle Angebote und Tarife. Auch in unserer eigenen Hotline beraten wir Sie gern zu den Möglichkeiten an Ihrem Anschluss oder an Ihrer Anschrift. Die Einrichtung und Funktionen des Speedport Smart 3 zeige ich gerne noch in einem separaten Video.